Lieber Widder, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Überraschung, was du nicht kommen siehst. Wer oder was möchte auf dich zukommen, wird dich überraschen. Mit was rechnest du in keinster Weise? Schauen wir uns das hier im Detail genauer an. Zu meinem Video selbstverständlich wie immer eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unten in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder, Überraschung, was sieht der Widder nicht kommen? Ein Bote, eine Nachricht. Du wirst mit etwas, ja, konfrontiert. Zu viele. Und Salbe, Deck ist auseinander. Die Liebe. Ist es? Was ist es? Liebesthema, lieber Widder. Du wirst mit einer Liebesnachricht konfrontiert. Etwas, was dir sehr am Herzen liegt. Wow, ja. Es verlangt eine Entscheidung ab, mehrere Entscheidungen. Und ein neuer Weg tut sich dir auf. Perfekt. Das wird spannend. Das freut mich. Da freue ich mich jetzt drauf auf diese Legung. So, es geht erstmal darum, dass du mit der Liebe, wie immer, sicherlich auch ein großes Stück mehr und mehr zu dir selbst kommst, aber nicht nur, sondern jemand wird dir seine oder ihre Liebe erklären, beweisen. Das ist die Botschaft, die du bekommst. Es verlangt Geduld ab von dir selbst, denn es verlangt eine Entscheidung. Diese Entscheidung ist, mutig zu sein, neue Wege zu gehen, neue Wege zu betreten. Vielleicht, ja, erst einmal eine Verbindung einzugehen oder gar zusammenzuziehen, etwas zusammen zu planen, ein Projekt, was auch immer. Wir werden es im Detail dann im Tarot genauer sehen. Lasse dir auf jeden Fall Zeit, lieber Widder, um zu entscheiden. Nichts rennt davon. Und wer dich liebt, wartet. Es ist gut möglich auch, dass du bezüglich der Liebe aus einem Muster heraustrittst, etwas erkennen darfst, dass du etwas hinter dir lässt. Vielleicht ist es das Zurückstecken. So. Wisse, dass deine Energiefrequenz der Liebe sehr, sehr hoch vibrieren wird. Sie wird angehoben. Du strahlst. Du strahlst Liebe aus. Du kommst mehr und mehr in die Liebe und somit auch mehr in das Mitgefühl für deinen Nächsten. Ja, schau her. Doppelte Bestätigung. Du hast die Qual der Wahl. Doch bei der Qual der Wahl, lieber Widder, mit dem, mit was du konfrontiert wirst. Ja, analytisches Denken, okay, doch höre auf dein Bauchgefühl, höre auf deine Intuition. Denn da wirst du niemals verkehrt liegen mit dem Entschluss, den du fassen wirst. Du hast Optionen. Du hast definitiv Optionen. Für manche geht es nicht mal mehr darum, zusammenzuziehen oder, ja, sagen wir mal, gemeinsam ein Projekt zu starten, sondern es geht definitiv auch um ein Bündnis, Verlobung, Ehe. Stichtag ist der 7.2. Und das ist genau das, was du dir gewünscht und erhofft hast, lieber Widder. Aber,
Wisse, ganz egal, wie du dich entscheiden wirst, du wirst dich richtig entscheiden, denn wir haben hier das Gericht, das befreit, Gerechtigkeit darf walten und somit sei relaxed. Ganz egal, wer auf dich zukommt, mit was. Halte inne, geh in dich und du wirst zu deinem, eurem höchsten Wohle entscheiden. Da seid ihr ganz, ganz sicher. Wähle immer die goldene Mitte, sagen sie gerade. Die goldene Mitte nicht als Kompromiss, sondern das, was sich für dich gut anfühlt, leicht anfühlt, wo du dich nicht verbiegen musst oder beziehungsweise ja, auf vieles verzichten musst. Eine Jungfrau spielt die etwa eine Rolle oder gar ein Schütze, ein anderes Feuerzeichen? Jemand hofft und bangt, dass du dich für eben diesen entscheiden mögest. Wisse für dich, und da seid ihr sicher, lieber Widder, dass du zum richtigen Zeitpunkt die Entscheidung fällen wirst. Wisse, dass du selbst, sei da dir deiner selbst bewusst und sicher, dass du dort gut hindurch manövrieren wirst, so rum, und auch geführt wirst von oben. Du kannst es dir so kreieren und so auf die Art und Weise erreichen, wie es für dich, für euch am besten ist. Wichtig ist, wie gesagt, ich wiederhole, kein Kopfkino. Denn wenn du ins Kopfkino gehst, kann es gut möglich sein, dass eine Warteschleife gegangen wird, weil dein Kopf dir Unsicherheit suggerieren wird, Angst, und dann zögert sich alles nur hinaus. Auf eine ungesunde Art und Weise. Denn für diese extra Runde der Warteschleife brauchst du dann wieder extreme Geduld. Die Frage ist, was willst du, lieber Widder? Der Wunsch ist garantiert, was du willst. Ein großer Wunsch wird dir erfüllt. Drum, sei dir bewusst, was du willst, wie du es willst. Denn so wird es geschehen. Also achte auf deine Manifestationskünste, denn du kannst dir tatsächlich die Art und Weise, wann und wo, alles manifestieren. Wisse, dass dieser Mensch, der da voller Liebe für dich ist, deine Liebe braucht, dass dieser Mensch sehr, sehr gute Absichten hat, dass dieser Mensch, ich höre, für dein Seelenwohl sorgen möchte. Die Frage ist, kann er es? Weil wollen tut man viel, ob es dann klappt, ist was anderes. Gut möglich auch, dass du mit einem Luftzeichen, insbesondere einem Wassermann, verbunden bist, lieber Widder. Von diesem Wassermann kannst du sehr viel lernen, vor allem wenn es darum geht, Ziele im Leben zu erreichen. Ja, schau an. Ich sag's und die Karten kommen, Ziele im Leben zu erreichen. Wie genial. Also, die Phase, die hier auf dich zukommt, lieber Widder, die wird dich umhauen. Im positiven Sinne. Wir machen weiter im Extended. Ich warte dort auf dich. Bis gleich. Ciao.